Einen wunderschönen Tag euch allen. Nicht morgen Tag, denn es ist nicht mehr morgen. Gut, willkommen zurück zu einem weiteren This Saturn Crew Video. Wir befinden uns gerade in the Cave vor dem Dawn. Ja, als erstes wird es einmal kurz ein kleines Cave-Update geben. Und dann werden Patrick und ich Richtung Tegernsee fahren. Denn wir beiden Süßen werden gleich McLaren Alpha und McLaren 765 LT Spider fahren. Hast du Lust? Ja. Und ich glaube, Patrick und ich sind die Einzigen, die in Jogginghose Hypercar fahren gehen und 765 LT Spider. Aber es war jetzt alles sehr spontan, deswegen haben wir keine Zeit, uns noch umzuziehen. Aber jetzt erstmal zum Cave-Update. Wie wir sehen können, wir haben hier einen Patrick mit einem tolles T-Shirt hast du an. Wie fühlt es sich an? Patrick, du bist so ein krasser Typ, ey. Aber gut, in der Halle sind ein paar Sachen passiert. Ja. Es ist nicht mehr so, wie es war. Als erstes können wir, ich filme dich jetzt kurz, ist das okay für dich? Als erstes, wir haben uns jetzt für Licht entschieden. Licht wird sehr bald in die Cave kommen. Hier durch die Mitte wird eine Lichtbahn und dann jeweils auf jeder Seite werden hier, wo jetzt das Kabel liegt, Lichter ran gemacht, dass man im Prinzip hier kein Licht sieht, aber dass die Autos beleuchtet werden, was ziemlich cool ist. Dann geht es natürlich noch weiter. Ihr fragt euch vielleicht, was macht das da? Dieses Ding. Und da, und da, und da, und da, überall, an jeder Säule. Was macht es denn da? Genau, hier kommt nämlich Strom hin. Wir werden hinter jeder Säule, immer auf der Rückseite, werden hier unten zwei Steckdosen sein. Ah, wir wollen vergessen. Das hast du vergessen? Die Charger sind angekommen. Welche Charger? Also wieder. C-Tech? C-Tech, ja. Ist angekommen. Patrick, du Sack. Hast du gar nichts gesagt, wie geil ist das denn? Jo gut, dann können wir es jetzt mal sagen, wir haben einen neuen Partner, C-Tech. Wann sind die denn angekommen? Also ich war heute Morgen im Office und da waren sie da. Okay, dann machen wir mal kurz eine Pause und gleich wieder da. Also wie gesagt, unser neuer Partner, sehr überraschend, dass Patrick das jetzt mitgenommen hat, ist C-Tech-Filiale. C-Tech wird bei uns in der Halle mitmachen, alle Ladegeräte, wie man sehen kann, wir haben hier ziemlich viele für jedes Auto, Battery Charges. Viele von euch werden C-Tech wahrscheinlich kennen, denn C-Tech ist wirklich Marktführer für Ladekabel für Autos. Sonst haben wir jetzt bei McLaren und so die alten McLaren-Dinge, davon sind zwar auch manche von C-Tech, aber nicht alle. Und das Krasse ist, mit diesen Chargern kannst du alles mit Bluetooth verbinden, auf deinem Handy auch checken, wie das geladen wird, was wow, echt geil ist. Und das Coole ist einfach, C-Tech passt vom Design perfekt zu uns, weil C-Tech erstmal das Ding aufmacht, ist komplett Satin Black, wie man hier sehen kann. Und sorry, aber für ein Ladegerät sieht das geil aus. Echt geil. Kommst du mal ran? Warte. Hier haben wir die. Und genau, dafür haben wir die Steckdosen. Und dann hier die C-Tech Charger rangemacht. Das sieht echt gut aus. Und schön, finde ich auch. Und dann mit dem Auto connected. Wir werden auch in der Zukunft noch C-Tech Free bekommen. Heißen, die sind richtig, richtig geil. C-Tech Free ist im Prinzip auch ein Device in der Größe. Das lädst du zu Hause auf, dann kannst du dein Auto ohne Steckdose zwischendurch laden. Und halt auch mit Laptop-Connector, iPhone, alles in einem Ding. Und halt in dieser Größe, was echt crazy ist. Für manche, die es nicht wissen, so ein Kabel ist so oder so wichtig, ob man ein Auto jetzt viel benutzt oder nicht. Denn es geht auch um die Gesundheit der Batterie. Geht es der Batterie gut? Weiß ich nicht, das werden wir sehen. Aber das ist jetzt schon mal wirklich sehr, sehr, sehr geil, dass das alles angekommen ist. Also riesen Dank an C-Tech. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne zu C-Tech rübergehen auf Instagram. Wir werden es dann die nächsten Tage alles mal auspacken und installieren. Weiter geht's! Also, genau deswegen werden, wie gesagt, hier gerade an jede Säule auf die innere Seite zwei Steckdosen reinkommen, dass wir jetzt wie die McLarens, die gerade ein bisschen blöde laden, schön angeschlossen werden sein können. Werden sein können, kann man das sagen, Patrick? Da fragst du genau den Richtigen. Das glaube ich eben auch. Ja, genau. Hier im Office werden auch noch Steckdosen jetzt dann installiert, dass wir hier dann alles perfekt vorbereiten können. Hier geht es auch sehr weit weiter. Aber das Geile ist, da wir jetzt Steckdosen haben, Entschuldigung, haben wir hier bald einen Blackout. Die ganzen Lichter, die ihr hier überall seht, sind bald raus. Da müssen wir wahrscheinlich für ein paar Tage, wenn wir hier in der Dunkelheit leben, denn dann kommt der Maler. Und der Maler wird etwa 4 Tage hier sein, denn wir werden alles streichen. Also nicht nur die Wände, jedes einzelne Kabel, alle Rohre, die Decke, die Säulen, alles wird perfekt doppelt beschichtet gestrichen, also 2 Gänge, damit wir am Ende auch wirklich eine geile Farbe haben. Und dann Lichter,
Das heißt, in den nächsten paar Wochen ist der Grundbau, sage ich mal, für die Halle fertig. Was insane ist. Trockenbau sollte auch bald losgehen, da warten wir nur noch auf ein paar Informationen. Wir widmen uns heute unserem wunderschönen Dawnland Speed. Wenn wir uns da jetzt reinsetzen und fahren los. Oh nein, ich habe vergessen, meine Tür zuzumachen. Ha. Hui. Ich rede mit unseren Zuschauern, Patrick. Tschüss. Ich mag das Feature schon gerne. Also, schauen wir den großen V12. Willkommen am wunderschönen Tegernsee bei der Überfahrt hier im Hotel sind wir. Mit McLaren, wie vorhin schon gesagt. Hier steht der wunderschöne Dawn. Und jemand anderes ist noch gekommen. Können wir mal kurz so leicht zeigen. Schöner mattschwarzer Aventador SVJ. Lass mal nach hinten rüber gehen. Können wir uns die Autos mal kurz angucken. Wie gesagt, wir wurden eingeladen. Relativ spontane Sache von Erwin. Können uns jetzt die Autos mal kurz so ein bisschen angucken. Ob wir schaffen zu fahren, wissen wir noch nicht, da wir gleich wieder los müssen. Leider wegen den Elektrikern in der Halle. Deswegen machen wir jetzt so einen ganzen Day in the Life kurz. Aber ja, hier haben wir auf jeden Fall schon mal McLaren 765 LT Spider. Ein wunderschönes Auto. Ja, wir haben ein wunderschöner 765 LT Spider in Blau. Vor allem, er hat eine Sache, die wir nicht hatten, da wir ein sehr frühes Auto haben. Siehst du diese Perforierung im Leder, Patrick? Da schimmert das Blau durch. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr cool gemacht. Auch Senna-Sitze logischerweise drin. Geiles Auto, keine Frage. Ich bin nie so krass warm geworden mit dem 765 LT. Aber trotzdem kannst du sagen, was du will. Preis-Leistung, es ist das Krasseste, was du kaufen kannst. Günstiger als ein SF90 und ist einfach brutal schnell. Ankommen jetzt natürlich zum Highlight des Tages, McLaren Elva, hier in so einem Satin-Matt-Rot. Farbe ist wirklich ganz cool, muss man sagen. Wir sind das Auto ja schon gefahren, war damals noch alles ein bisschen under Embargo in Gold, da wir fast einen gekauft hätten übrigens. Haben uns dann dagegen entschieden, gegen das Auto. Nicht, weil es ein schlechtes Auto ist, sondern einfach, weil wir den Preis für das Auto etwas zu hoch finden. Oder viel zu hoch, ich wollte gerade nett sagen. Der Preis für das Auto ist schon extremst hoch. Vor allem, wenn man das mit sowas wie mit Dallara vergleicht. Klar, hier bist du geradeaus schneller, aber ohne Scheibe vorne willst du nicht unbedingt so unglaublich viel schneller auf der Geraden sein. Das heißt, das Auto lebt auf der Passstraße, auf jeden Fall für uns. Da wir nicht viel jetzt in der Stadt oder so unterwegs sind, brauchen wir sozusagen die Leistung auch nicht. Aber wir können ja mal kurz hier reingucken. Wie gesagt, McLaren Elva haben hier kein Dach, kein gar nichts. Das Auto hat auch keine Frontscheibe. Ist übrigens Production Number One, das ist cool. Erste Auto. Ja, ist cool. Eine Sache, die man mal kurz sagen kann, als wir gefahren sind damals, ein Problem, das wir hatten, also vor allem PPOV, sind die Sitze. Weil die Sitze von der Sitzfläche unten sind sehr kurz. Komm mal her, Patrick, bitte. Wenn du hier mal guckst, guck mal, wie kurz das vom Rückenteil nach vorne ist. Das heißt, die Oberschenkel schlafen immer relativ schnell ein. Aber sonst logischerweise MSO-Farbe, der Fade von der Farbe lackieren kann McLaren echt gut. Haben wir hier auch natürlich den lackierten Pinstripe mit dem Quad Exhaust. Zwei hier oben, zwei da unten. Das heißt, wenn er nachts auf der Rennstrecke oder so Flammen schießt, natürlich auch schön nach oben wieder 600 LT. Mega, mega geil. Wir haben über 800 PS, 4 Liter Twin-Scroll Turbo-Motor. Also das Ding geht nach vorne wie nichts anderes. Ist einfach so. Also wie gesagt, Elva, vor allem was wirklich geil ist, beim Elva haben wir vorne hier dieses Teil. Ich nenne es mal kurz Airscarf, Airbreaker. Der fährt hoch und dann hat man eben keinen Wind in der Kabine bis 120 km/h. Was wirklich sehr, sehr beeindruckend ist. Das fehlt zum Beispiel beim SP1, SP2. Deswegen, das ist wirklich ein sehr cooles Feature von dem Auto. Man kann ohne Probleme, ohne Wind und ohne Helm damit unterwegs sein. Ja, sieht schon echt nicht schlecht aus. Hallo, 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 hallo. So, da sind wir wieder. Da sind wir im Rollsi. Ja, McLaren, wir mussten leider wieder los, zurück in die Halle. Patrick werde ich jetzt abladen. Du kommst noch ins Editing Heaven heute. Ja. Und ich werde dann noch euch so ein bisschen begleiten in diesem Video. Ah, schön. Euch noch ein bisschen was zeigen, ein bisschen was machen. Okay, gucken, okay, was heute noch so geht. Aber großes Dankeschön an McLaren München, ja, dass wir vorbeikommen konnten. Übrigens der mattschwarze SVJ. Echt cool. Der Besitzer folgt. Oder auf jeden Fall hat schon mal ein paar Videos, ja, geschaut. Sehr cool. Sympathisch. Also falls du das siehst, sehr sympathisch. Ich lade jetzt Patrick ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben mittlerweile einen weiteren Tag, ja, und sind zurück in the Cave und können euch mal zeigen, was so bis jetzt passiert ist. Also da läuft ein Patrick, keine Ahnung, was der hier macht. Aber wir haben auf der ersten Seite Steckdosen, wie man hier sehen kann. Ja, gut. Schon mal sehr gut. Das wird alles mitgestrichen, das heißt, das wird man gar nicht so wirklich sehen. Hier wurden überall die Kabel verlegt. Hier hängen überall Kabel raus und da auch für die Lichter, die dann kommen. Das wurde alles vorbereitet. Hier liegt immer noch der ganze Rest. Dahinter wird auch was gemacht. Hier geht's überall weiter. Aber Patrick und ich müssen uns jetzt erstmal in die Autos
begeben. Aha. Ich würde sagen, du nimmst Frankie. Ja. Ich nehme Rambi. Ja. Und dann holen wir mal ein paar Reifen. Warum? Denn hier kommen jetzt noch ein paar mehr hin, richtig? Ja. Also, das weiß ich leider nicht. Deswegen nehmen wir lieber zwei Autos. Ja. Just in case. Hier sind wir jetzt bei Reifenhösel. Packen Reifen ein. Schöne Urus-Felgen noch. G-Klasse und so weiter und so fort. Die nehmen wir jetzt alle mit. Und dann kommen die in die Cave. Kleiner Zwischenstopp. Hände sehen so aus. Hose sieht auch nicht so gut aus. Hier hinten sind die Urus-Reifen drin. Inklusive Felge logischerweise. Hier noch mehr Reifen. Also Ramboard wirklich Platz ohne Ende. Hier sind G63 Felgen und Reifen drin. Das sind noch GTR. Nee, das sind nicht GTR. GT63 ist das. Die sind auch noch da. Riesenwalzen. Ja, das sind richtige Walzen. So, aber SVJ ist noch ein bisschen breiter. Aber gut, wir haben auf jeden Fall Glück gehabt, dass wir zwei Autos genommen haben. Wir sind back in the cave und hier steht ein matt schwarzer Satin schwarzer GTR. Wer ist denn jetzt hier? Mr. PPV, oh, schön, die Jogginghose hast du an. Na gut, wir laden jetzt erstmal die ganzen Reifen aus. Also ich muss echt... Ha? Ich muss ja schon wirklich sagen, ich finde es eigentlich ganz geil, wenn die Autos so ein bisschen durcheinander stehen. Hat auf jeden Fall was. Wir haben gerade noch ein kleines Team-Meeting gehabt mit PPV. Einmal die nächsten paar Tage geklärt, denn wir müssen noch ein neues Auto abholen. Mit einer Überraschung auf jeden Fall. Und die beiden Astons natürlich noch in Frankreich. Patrick ist schon da. Wow, ja, würde ich sagen. Hast gesehen, was da an Kupfer ist? Das Zeug sollten wir klauen und verkaufen. Guck mal da, die Kupferrolle da hinten. Oh, ist das richtigen Wert heutzutage? Jo. Patrick, machen wir ein Business nebenbei auf? Du bist ja schon Kryptomilliardär. Oh, wir hören den schönen V12. Der rollt da, der rollst. Gut, wir haben alles ausgeräumt. Wie man sehen kann, hier ist jetzt Zeug überall. Wir haben kurz leicht die Autos umgepackt. Jetzt müssen wir noch was ausmessen. Okay. Denn wir haben bald einen neuen Partner in dieser Halle. Dann kann das da einpacken und das da auch. ja, das machen wir jetzt kurz. Etwas Zeit ist jetzt auch vergangen, wie man sehen kann. Ich war beim Friseur. Deswegen gab es danach nach Eva eigentlich nicht mehr so viel. Aber gut, Patrick ist auch wieder da. Hallo. Na Patrick, wie geht's dir? Gut. Ja, sehr gut. Man sieht eine leichte Reflexion im Fernseher. Ja. Oh ja, ganz leicht. Oh ja. Also hier in der Cave ist auf jeden Fall gut was passiert. Also wir sind ein gutes Stück jetzt weiter. Was ziemlich geil ist. Jetzt müssen wir noch zwei andere Videos schnell filmen. Und deswegen würde ich sagen, wollen wir das Video ja hier jetzt beenden. Würde ich sagen, aber was wird denn in den nächsten paar Wochen passieren? Einfach, dass die Leute vielleicht ein bisschen sich schon mal darauf einstellen können. Das auch und sich freuen können schon mal. Schon mal freuen können, ja. Okay. Ja, es da werden... Da steht irgendwas, ne? Da steht was. Das wird bald uns verlassen. Richtig. Das noch? Hier wird in dem Bereich wird viel passieren bald. Toll, ich muss gar nicht mehr reden, das machst du jetzt ja alles. Ja, also ein Auto wird uns verlassen. Ich rede mal ein bisschen mehr, sorry, weil wegen Ton und so, weißt du. Das ist sonst problematisch. Ein Auto wird uns verlassen. Ne? Warum, werdet ihr noch erfahren in einem separaten Video. Denn mit der Halle geht es jetzt wirklich Schlag auf Schlag weiter. Also jetzt wirklich sehr schnell gibt's Vollgas. Wir werden noch nach Südfrankreich fahren. Mhm. Sind eine Woche unterwegs. Ja. Holen noch ein neues Auto ab. Müssen wir auch noch machen. Stimmt. Dann, ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel passieren und viele coole Sachen werden sich verändern. Aber ich würde sagen, wir beenden das jetzt hier, Patrick. Ja, denn wir müssen uns beeilen und weitermachen. Von dem her vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr natürlich gerne einmal abonnieren. Das würde uns sehr freuen. Und Patrick, danke für deine Hilfe über den ganzen Tag. Ja, gerne. Ja, ne? Gerne. Ja. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag, Patrick. Hey, danke, ciao. Ja, ciao, ciao, Patrick. Also, ciao. 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 Also, ciao.